Hallo, herzlich willkommen, hier ist Death Row und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Beast Inside. Meine wundervollen, freundlichen und dann Zuschauer natürlich. Wir spielen weiter. Und die letzte Folge war einfach Abriss. Also übel schlimm. Ich hoffe jetzt, die Folge wird ein bisschen ruhiger. Ich habe gestern die Folge verarbeitet, die letzte. Und habe selbst beim Verarbeiten noch einen Jumpscare mitgenommen. Der hat mich in den Stuhl zurückgeschmissen. Oh mein Gott. Naja, ich hoffe einfach, dass es scheint so ein bisschen so sich durch das Spiel zu ziehen, dass sie so ein bisschen anstatt die ganze Zeit full on Horror, machen die immer wieder so ein bisschen entspannter, wieder Horror, ein bisschen entspannter und das finde ich sehr gut. Bei Visage zum Beispiel war es gefühlt die ganze Zeit einfach nur purer Horror. Das war ein bisschen doll. Das finde ich so wesentlich geiler. Und ich glaube, der Horror kommt dann auch ein bisschen krasser zur Geltung. Irgendwann habe das Gefühl, man stumpft nicht wirklich ab, aber ich finde das irgendwie cooler gelöst. Okay, legen wir los. Kapitel 7. Auch wenn es unmöglich klingen mag, das Tagebuch von Nikolas hat mir dabei geholfen, die Verschlüsselung der Sowjets zu knacken. Doch meine Freude währte nicht lange. Durch eine unerwartete Wendung war ich dazu gezwungen, einem Spion nachzujagen und nach versteckten Wanzen zu suchen. Dies führte mich zu einem alten Gasthof, wo ich auf einen weiteren Teil von Heids nervenaufreibenden Memoiren stieß. Na, aber hallo. Ich hoffe, jetzt ist es ein bisschen ruhiger. What the fuck is going on? Where am I? How? All of a sudden. Did someone knock me out when I was at the ruins? But why would they drag me here? And how am I supposed to go home? Nein, Weg nach Hause. Firewatch. Chapel. Okay. I need to find the way home. Ja, ach nee, Adam. Gehen die jetzt einfach hier auch mit Full-on Horror weiter oder was? Irgendwie läuft das leicht umrund, das Spiel gerade. Warte, wir laden noch einmal kurz neu, weil die Musik jetzt auf einmal weg ist und ich weiß nicht genau, ob das nicht dadurch kommt. Dass ich jetzt oft auf Desktop zurückgegriffen habe. Könnte sein. And how am I supposed to go home? Ja, Adam ist schon richtig verzweifelt. I need to find the way home. Ja, jetzt läuft es auch ein bisschen weicher. Eben war es so ruckelig, zuckelig. There's a map lying there. Ich nehme jetzt erstmal hier die Kurbel mit. Warte, und gucken wir uns einmal den Zettel hier an. Was soll das alles bedeuten? Scheinbar findet jemand Spaß daran, all diesen Mumpitz aufzuschreiben. Was steht denn da? Ich weiß nicht, wann es genau passiert ist. Ich bin aufgewacht und wusste auf einmal nur, dass meine Frau nicht meine Frau ist. Jemand hat über Nacht ihren Platz eingenommen und gibt nun vor, meine bessere Hälfte zu sein. Ich war entsetzt, ließ mir jedoch nichts anmerken. Ich ging in das Zimmer unseres Jungen, um ihn zu warnen, dass eine bösartige Frau so tut, als wäre sie seine Mama. Er schlief tief und fest, also weckte ich ihn, indem ich sanft seine Schultern schüttelte. Öffnete überrascht seine Augen und dann traf es mich wie ein Blitz. Das war nicht mein Sohn. Ich kannte dieses Kind nicht. Ich wusste nur, dass es keinesfalls mein Kind war. Angsterfüllt rannte ich zurück zum Flur. Mir war schwindelig. Also stürzte ich mich mit meinen Händen, wie auf einmal einfach der Sound weg ist. Mir war schwindelig, also stützte ich mich mit meinen Händen auf meinen Knien ab und versuchte, dieses Gefühl zu vertreiben. Als ich mich wieder aufraffte, blickte ich in die Augen eines Fremden. »Wer zur Hölle sind Sie?« schrie er mich an. »Was machen Sie in meinem Haus?« Ich antwortete nicht. War wie gelähmt, ich hatte noch nie eine solche Dreistigkeit erlebt. Doch als ich versuchte, ihn beim Hals zu packen, trafen meine Hände nur auf die harte, kalte Oberfläche eines Spiegels. Der bedrohlich wirkende Eindringling zersprang sogleich in tausende Scherben, wobei er mit einer Stimme schrie, die wie meine eigene klang. Jay Capgrass. What?
Wer auch immer dieses Lager errichtet hat, ließ eine Karte zurückgelassen. Ließ eine Karte zurück. Wahrscheinlich er. According to the map, the house Weil jetzt habe ich die Karte gar nicht angeguckt. I just have to make it through that cave. Warte, wir gucken uns die Karte jetzt nochmal an. Also hier waren wir. Old House? Das ist wahrscheinlich unser Haus, ne? Denke ich mal. Dann sind hier ein paar Kreuze. Hier waren wir irgendwie auf der Ecke. Dann müssen wir jetzt hier irgendwo sein, glaube ich. Oder vielleicht hier, ich weiß es nicht. Vielleicht hier? Bisschen kacke ist, dass die Hintergrundmusik jetzt einfach ausgegangen ist. Die nur so 2-3 Minuten läuft. Wir müssen ja, denke ich mal, entweder zu dem Radio Tower oder zu diesem Feuerwachtturm. Kurbel, 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 Kurbel. Mann. Okay. Ah, da muss ich. Gut. Ich frage mich auch, ob das sich noch überschneidet, dass diese Adam-Episoden auch wesentlich gruseliger auf einmal werden. Könnte sein. Es wäre auf jeden Fall denkbar. Ist das diese Chapel, von dem das Schild eben geredet hat? Die geht irgendeinen Weg lang. Jesus fucking Christ, they're really hanging here. Someone actually did murder these people and leave their bodies here. Death to traitors. Some psycho thought these people were traitors, but why? Went on some McCarthyite commie witch hunt, was that really what it was about? Or maybe it's some kind of provocation aimed at me. Vielleicht, ja, echt übel. Erinnert mich an Sinister. Vielleicht ist das von diesem, hat das was mit dem Brief von ihm zu tun? Der Typ hat ja richtig. Emma's on her own back there. Ich glaube, da so eine, wie heißt das noch? Paranoide Schizophrenie oder sowas hatte? Wo du so übelst die Wahnvorstellung bekommen sollst. Und gibt's ja öfters, dass Leute sowas bekommen und dann irgendwie ihre Familie umbringen und sowas. Es ist nicht super oft, aber es passiert halt. Das ist schon gruselig. Ja. Ich kann dir ganz genau sagen, dass es keine gute Idee ist, da reinzugehen, Adam. Okay. Du musst deine Erfahrung selber machen. Warum geht er auch immer in diese Höhlen rein? Das ist doch geistesgestört. Er will nach Hause und geht in die Höhle. Christ, ist das... Was machst du denn da? Oh, fuck, fuck. What was that? What is going on? Ich muss sagen, das hat mich nicht so doll erschrocken, aber must have poisoned me, but how? Coffee, they must have slipped something into my coffee. Or maybe all those transmitters are some kind of emitters to mess with my mind. Hat mich nicht so doll erschrocken, aber es macht schon eine eklig, eklige Atmosphäre, ne? Ich verstehe auch nicht, was du da machst, Adam. Warum bist du in diese Höhle reingegangen? Warum? Du willst doch nach Hause. Das ist hier nicht nach Hause. Man hätte doch bestimmt irgendwie einen Weg nach Hause finden können. Jetzt stehst du hier mit einer Spitze auf dem Weg durch eine Höhle frei.
dachte, da läuft jemand, aber es ist nur die Brücke, die so sprang. Das sieht sehr geil aus. Wow. Da würden mich auch keine 100 Pferde rüberkriegen. Nein, Adam. Du stirbst nicht. Es kam auch total unerwartet. Die Brücke sah doch so vertrauenserweckend aus. Fuck, that was close. Ja, Adam, ich kann immer nur fragen, was du hier eigentlich machst. Was willst du denn? They're trying to break me, but I know they're sort of tricks. I won't let them know I saw them though. I'll play their game, but on my rules. Auf jeden Fall, Adam. Du hast hier die Hosen an. Also, das ist ja wohl klar. Du hast hier alles im Griff. Nö, wir gehen hier lang. Ach, können wir bitte wieder rauskommen? Ich glaube, hier geht's raus. Ich merke einen leichten, frischen Luftzug. Schön ist das hier nicht, aber es ist immer noch besser als der Gasthof im 19. Jahrhundert. Bis jetzt. Wir haben immer noch den Holzenschneider. Haben wir hier irgend... U gleich... Was ist ein B oder ein R? Haben wir dieses Ding noch? Ja, wir haben noch die Scheibe. Wir haben, glaube ich, nichts ge... Ja, wir haben noch Briefe von vorhin, aber das kann ja nicht sein. Das muss ja noch irgendwas hier in der Nähe sein, denke ich mal. Hier liegt nichts mehr. Hier kommen wir, glaube ich, nicht rüber, ne? Über die Kette hier hochklettern. Nö. Wir gehen jetzt erstmal weiter gucken, ob wir noch irgendeinen Zettel finden. Oder ist das optional? Hier war ja nichts markiert oder so, ne? Nee, das ist Quatsch. Da muss noch irgendwas kommen. Oder? Ich hab jetzt so einen Schiss. Ich hab mich ein bisschen erschrocken, aber ich hab so einen Schiss, dass wir jetzt... That's the basis of all controls. Suckers, you think you can break me like that? With an animal carcass? With a few dead bodies? Seriously? Who do you think I am? Oha. Wie? Wir sind jetzt... Oh, jetzt werden wir ja wahrscheinlich hier nach draußen wieder geportet. Nee. Danke, lieber Entwickler. Wir brauchen ja mindestens irgendwas, so ein Zettel, wo Markierungen dran sind. Um mit U gleich R was anfangen zu können. Er kann da nicht ranspringen. Nee, warte mal.
Sagt er vielleicht irgendwas? Nö. Man kommt da auch nicht hoch. Adam, was ist denn nur hier los? Man kommt doch hier nicht nochmal her. Oder vielleicht doch? Warum setzen sie denn jetzt schon diesen... Also warum setzen sie denn jetzt hier einen Impuls? Ey, da ist so eine Kiste mit irgend so ein Ding drauf. Du musst sie lösen. Wenn man dann weitergehen muss und den Bereich verlässt. Und hier kommt jetzt auch nur die Brücke wieder. Karte vielleicht irgendwo auf der Hinterseite noch irgendwas drauf? Tatsächlich. G4, D9, G7, K5. Der Karte steht was drauf. Also könnte das tatsächlich... Wir müssen jetzt nur herausfinden, wo wir im Prinzip sind. Alter, das ist ja tricky. Aber krass, dass die hier noch optionale Rätsel mit eingebaut haben. Da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Es wirkt ja eigentlich so ein bisschen linear. Also damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, um ehrlich zu sein. So, wir sind... Die Frage ist, wo wir sind. Bei den Ruinen? Lookout Tower. Also ich denke mal, wir sind entweder... In einen von den dreien, würde ich mal sagen, sind wir. Ja. Testen jetzt einmal mal durch. Das ist K5. Ups. K5. Ivo DJI. I. Also F S L FSL. Problem ist auch, dass ich ja nicht weiß, ob es ein B oder ein R ist. Also wird das ein bisschen dauern. 6,5 Stunden später. Okay, dann haben wir noch BXYX. BXYX. B. X. Also DEFE. E. TM. TM, 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 TM. Also es ist A. A, T.
Jetzt komm, komm, komm. There, finally. Defeat. Oh mein Gott, wir haben es geschafft, Alter. Was kommt jetzt? Zweite Nachricht von H. Das Programm existiert bereits seit den 50er Jahren. Einfach unglaublich. Sie führen uns seit fast 30 Jahren an der Nase herum, indem sie dafür gesorgt haben, dass wir uns auf Bomben, Telegramme, Spione und dergleichen konzentrieren. Dabei sind sie uns seit Stalins Tod einen Schritt voraus. Die sogenannte Abteilung S, das erste Direktorat des KGB. Die Kommunisten haben ihre eigenen amerikanischen Städte gebaut, in denen spätere Schläferagenten beigebracht wurde, wie man sich zu 100% amerikanisch verhält. Selbst könnte uns also... Verstehst du? Wie können wir sicher sein, dass keine an deren Hauptquartier geschickt hat? H. Oh mein Gott. Ja, krass. Hätte ich jetzt. Ich war schon die ganze Zeit unsicher, ob ich vielleicht da irgendwie auf dem Holzweg bin. Aber jetzt haben wir es. Hat zwar ein bisschen gedauert. Also 10, 15 Minuten habe ich jetzt bestimmt hier dran verdattelt. Das wusste ich natürlich jetzt, weil ich schon. Also, ich glaube, ja, das was hier drin. Das ist die Basis aller Kontrollen. Suckers, you think you can break me like that? With an animal carcass? With a few dead bodies? Seriously? Who do you think I am? Ganz ruhig, Adam, ganz ruhig. Geh zum Haus zurück. Aber es heißt, es muss ja sogar noch mehr von diesen Kisten geben. Aber das Gute ist, vorher konnten wir die nicht finden. Warte, welcher Code war denn das jetzt? Das muss ich noch einmal kurz rausfinden. Also es war der... Es war ja der D9. Also sind wir hier. Also wir kommen hier zu unserem Haus gleich. Das sind aber noch anscheinend ja vier weitere Kisten dieser Art. Und das ist auch unser Haus. Ja, ja, perfekt. Das heißt, wir kommen jetzt zum Haus. Aber das finde ich cool, dass sie noch optional so eine Rätselgeschichte mit reingebaut haben. Aber wir haben jetzt, hier kommt jetzt auf jeden Fall keine Kiste mehr, das ist sehr später. Okay. Ich würde schon sagen, runterspringen ist ein bisschen hoch. Seiner Frau jetzt noch nichts passiert. War jetzt voll lange weg. Dann wird es hier einfach rüber. Was ich mich jetzt auch gerade frage, ist, ob wir da jetzt überhaupt. Can't hide from them. They'll follow you to the end of the world. But if I tell anyone, they'll think I'm crazy. And that's what commies want. That's how they break their enemies. The dirty bastards. They think they can send a fake cop here and I'd fall for that like a rookie? No, ain't gonna be that easy with me. Ganz ruhig. Du weißt nicht, ob es ein fake cop ist. Könnte auch ein richtiger sein, ne? Ja. Adam ist doch schon voll paranoid geworden, leider. Ich meine, auch ein bisschen nachvollziehbar. Jetzt noch den ganzen Kram. So langsam wie wir uns bewegen, ist es wahrscheinlich auch nicht der Fall, dass wir jetzt noch nach den anderen Kisten direkt suchen. Kommen da wahrscheinlich noch hin, oder? Das sind doch keine Fake-Bullen.
geschlossen. Ah. Gehen wir mal ins Haus. Müssen wir wahrscheinlich gehen, ne? Geh zum Haus zurück, ja. Ich verstehe eh nicht, warum ihr noch da seid. Ich wäre schon lange spätestens als ich gemerkt habe, dass die einen da beobachten. Oh. Oh, Adam, kannst du dich ein bisschen schneller bewegen vielleicht? Honey, what's going on? Why is there a... Where have you been? Where the hell have you been? Eine gute Frage. No, I wanted to find the... Why are you crying? What's... 6 hours? What? What? You were gone for 6 hours. You went and just vanished. I didn't vanish. I just tried to remove those damn bugs. What? What bugs? What are you talking about? You left me all alone, and some psycho slashed our tires. Are you serious? I called the sheriff, but when we were in front of the house, that guy broke in. Into your office. What do you mean, broke in? Are you kidding me? Fuck! The telegrams. That son of a bitch took the telegrams. The sheriff noticed the broken window as soon as we went back home and... Wait a minute. Who gave you the right to let strangers in? To go through my stuff? He's a sheriff, not a stranger. Besides... Sheriff my ass. You have no idea how capable the people who want to get me are. They can impersonate anyone. Don't you realize that what I do affects millions of people? You think I'm stupid? I called for help because someone's stalking us. Besides, the guy couldn't have gone far, and the sheriff is after him. You don't have to act like such a dick. It was me that was in danger. Me, not your nameless millions. Ja, Sie hat einen Punkt. Fuck. What a mess. Hopefully he's left some traces. I better look around. Oh nein, das ist wieder hier. Quanten. Lokalisierer Stuff. Was haben wir denn hier? Moment mal, was ist denn das hier? Warum? What? Maybe the device will find some traces. Ja, aber... Was ist das? Haben wir irgendwas? Guck mal, da verändert sich auch das, Irgendwas ist ja da dran. Das hat vielleicht jetzt keine Relevanz momentan, oder? Das ist ja unser. Bingo. He escaped through the window and probably moved towards the bridge. Mann, er steckt ihn noch immer wieder weg. Weil irgendwas kann man hier an diesem Ding machen. Was ist vielleicht jetzt noch nicht der Fall? Jetzt, wo ich gemerkt habe, dass es was Optionales auch gibt, teilweise in dem Spiel, da hat man jetzt auch Schiss, irgendwas zu verpassen, ne? I need to search the office thoroughly. Warnung, Notiz mit dem Bild einer Schwalbe. Irgendjemand muss sie wohl gut sichtbar hier für mich hinterlassen haben, aber warum? Hüte dich vor Schwalben. What's that supposed to mean? Ja, da habe ich auch keine Ahnung, was das heißen soll. Hat er nie geraucht? Raucht Adam? Um mehr über die berühmtesten internationalen Kryptoanalysten zu erfahren, müssen Sie zuerst die Grundlagen des Codeknackens meistern. Sind Sie in der Lage, sämtliche Namen zu entschlüsseln, die wir hier versteckt haben? Verschiedene Zahlen stehen für verschiedene Personen. Nutzen Sie Cäsars Scheibe und lernen Sie die Genies der Kryptographie kennen.
die den Lauf der Geschichte unzählige Male nachhaltig verändert haben. Sind sie der Herausforderung gewachsen? Bringt uns das dann? Will you accept the challenge? Das dauert voll lange, das zu machen. Das wisst ihr schon, ne? Das dauert voll lange, das zu machen. Ist das wert? Weiß es nicht. Wollen wir das machen? Whatever happens, don't leave the house and don't let anyone in until I come back. You're leaving me again? Are you crazy? The sheriff is on it. Let it go. The sheriff doesn't know what he's dealing with. If he really is who he says he is in the first place, he won't help anything. Don't be paranoid. The police are on our side. No one's on our side, Emma. No one. Du machst jetzt nicht die Tür hinter dir zu, oder? Mist! Bitte lass mich nicht nochmal das ganze Kapitel spielen, bitte nicht. Perfekt. Wir haben jetzt die Anomalie hier noch nicht entdeckt. Okay. Aha. Ich weiß auch nicht, ob uns das irgendwas bringt, das zu machen, ne? Das ist auch so eine Sache. Zettel und Stift. Zettel habe ich hier. Okay, ich übersetze das jetzt alles mal und melde mich, sobald ich damit fertig bin. Ich denke mal, das ist stinklangweilig zum Zuschauen, aber man weiß ja nicht, was man dadurch verpasst vielleicht. Da mache ich das jetzt erstmal und es sind ja nur 17 Namen, also bis gleich. Eine Ewigkeit später. So, ich habe das jetzt mal alles entschlüsselt. Und am Ende habe ich jetzt nochmal im Internet nachgeguckt, ob ich auch alles richtig hatte. Und ich hatte alles richtig. Okay, ich kann euch ja einmal das vorlesen. Also wir haben einmal Hoopan, Sterling, KJR oder KJR, Nerijana, Goodlesser, Ruthie, JMCCREE, Pepper, Lucy Sheep, Churchill, Heldenherz, Janet, Parabolis, Wolf Predator, The D-Book, Dungeon Master, Scumbag, Benjamin. Ich weiß nicht, ob uns das irgendwo irgendwas bringt oder es einfach nur war, um mich jetzt zu beschäftigen. Kein Plan. Ich würde jetzt hier einmal nochmal durchgucken. Vielleicht finden wir hier noch irgendwas. Das war auf jeden Fall nervig ein bisschen. Weil manche Sachen, okay, sowas wie Sterling oder Churchill, okay, da denkt man dann, ja, ich habe das auch richtig gemacht. Aber so bei manchen Sachen, gerade hier, Open, HJR, Nerijana, Kutlesser, so, keine Ahnung, die Wörter kennt man halt nicht. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man vielleicht etwas falsch übersetzt hat, ist ja gegeben. Das war auf jeden Fall nervig. Ups, hallo. Dürfte ich einmal kurz hier an den Schrank? Nein. Oder an den hier. Alter, was hat sie denn bitte schön für eine... Was hat sie denn bitte schön für ein... Sie hat ja total die starke, Ja, Hitbox ist es ja nicht, ne? Aber die ist komplett... Guck, wir kriegen die Schublade wegen ihr gar nicht auf. Naja, denn nicht. Und die denkt sich auch nur so, was macht der Typ da? Erstmal steht er da 2 Stunden an diesem bescheuerten Buch rum.
macht so gar nichts. Also hier wird man ja später irgendwas machen können. Denke ich mal. Es wäre unsinnig, wenn in unseren eigenen Tränken auch was drin ist, oder? An. Warum kann man die nicht aufmachen? Weil die Tasse das verklemmt oder was? Tatsache. Muss ich jetzt. Ja, hier muss ich nach vorne drücken. Okay, es hat sich ja noch kurz gedreht. Hey, das Kreuz kenne ich, Das war im Holiday Inn auch drin. Also im Gasthof. Bin mir jetzt auch unsicher, wie lange die Folge, um ehrlich zu sein, ist. Aber das hat jetzt doch bestimmt eine halbe Stunde gedauert, das alles zu entschlüsseln. Aber es übt auch, weil man, also die ersten sind mir richtig schwer gefallen, aber so nach 4-5 Stück ist man drin. Dann geht das easy peasy von Hand. Wir haben ja nichts, was wir da reinmachen können, oder? Ja, die Scheibe ist das Einzige, aber... Vielleicht, das kommt ja bestimmt noch, hoffentlich. Wenn nicht, dann haben wir es halt nicht. Wir machen. Wir haben auch ganz schön vielen religiösen Kram, ne? Naja. Den Schreibtisch haben wir... Achso. Hüte dich vor dem Hüte dich vor den Schwalben. Ich weiß es nicht, was das bedeutet. Und ich weiß auch nicht, warum wir die Schublade nicht aufmachen können. Sondern den Schlüssel haben die ja nicht mitgenommen. Was ist das hier? Ein Rezept. Oh Gott. Kann man das auch irgendwie richtig rumdrehen? Adam, was machst du da? Ey, es muss doch möglich sein, das mal richtig rumzudrehen. Ich würde gerne dieses Rezept hier lesen. Ey, alleine schon, wenn ich randommäßig die Maus bewege, dann muss doch mal irgendwann... So rum ist die Achse hier. Worum ist die? Ich habe keine Ahnung. Ja, jetzt musst du es doch nur noch... Ey, das ist ja schlimmer als die Dechiffrier-Geschichte. Nur weil ich das jetzt einmal kurz... Besser als so, kriege ich es nicht hin. Ja, dann hau ab, Mann. Dann will ich dich jetzt auch nicht mehr lesen. Okay. Dann scann das doch mal, Mann. Das ist doch wieder der sowjetische Spion. Tag. Weil... Jetzt gehen wir ja hier raus. Da kommen wir nicht wieder rein. Erstmal. Hallo. I feel like I've missed something. I should check all the clues first. Was habe ich denn jetzt übersehen noch? Ein Schwalbenzettel haben wir. Du, wegen den Scherben. Mensch, Adam. Das können wir auch nicht aufmachen. I should be able to track him down. Okay. Whatever happens. Don't leave the house and don't let anyone in until I come back. You're leaving me again? Are you crazy? The sheriff is on it. Let it go. The sheriff doesn't know what he's dealing with. If he really is who he says he is in the first place, he won't help anything. Don't be paranoid. The police are on our side. No one's on our side, Emma. No one. No point hanging around here. I've got to get him before he's off the radar. Those messages are crucial, and he knows that very well. Maybe I'll find another signal outside. Also ich durchsuche jetzt nochmal alles.
Die ist ja größer eigentlich, ne? Ja, okay, komm. Das ist auch so Kissen. Ja, wir gehen jetzt mal nach draußen. I just hope I don't lose the trail. I can't see anything with my naked eye. Direkt instant. Die Tür wieder abgeschlossen, ja, krass. The sheriff probably went for the bridge. That's where I should start looking. Hä, sitzt Emma da jetzt gar nicht mehr? Nee. Ist weg. Wo ist denn jetzt so schnell hingegangen? Hier ist ja das Fenster. Gut gegangen. Frag mich auch, ob das irgendwas bringt, diese ganzen Dinger. Die ich gerade entschlüsselt habe, wahrscheinlich bringt das gar nichts. The sheriff must be nearby. I'll check the area around the bridge. Mach ich doch gerade. Chill mal. Da. I think I'm on the right track. Das ist der Sheriff? Nee, das ist doch wieder der Spion, oder nicht? Power. Hillside Inn. Boah. Hier ist nix, ne? Noch eine Kiste oder so? Vielleicht? Die Van in der Nähe vom Tower war das ja, ne? Tatsächlich. Warte, wir können doch mal einmal in die Karte. Also wir sind jetzt gerade bei unserem Haus. Sind... Mann. Wir können hier nicht reinzoomen, leider. Also wir sind hier über die Brücke gegangen und jetzt in Richtung Tower unterwegs. Hier nach links müsste noch so eine Kiste sein. Das ist ja genau die Richtung, in die wir jetzt gerade gehen eigentlich. Oder müssten wir nochmal übers Wasser rüber? Wieder auch nicht wirklich eine Brücke. Boah, was ist das? Seht ihr? Kommen wir hier irgendwo rüber? Tatsächlich. The signal is stronger. I'm getting close. Wo ist das genau? Weil wir sind jetzt hier über die Brücke gegangen. Die wird aber eigentlich genau angezeigt. Hier ist dieses Rad, also ich denke mal, wir sind hier so rübergegangen. Also kommen wir jetzt da sogar tatsächlich hin. Wir geben hier mal einen Impuls. Das über uns? Achso, er ist da hoch. He went up and cut the rope. Maybe I can find a side passage. Also hier ist aber auch irgendwo diese Kiste, ne? So, ich kann die klingeln. Also ich würde sagen, ich spiele jetzt noch bis nach zu einer halben Stunde. Und dann machen wir Schluss, weil ich weiß nicht genau, kann sogar sein, dass die Folge ein bisschen länger als eine Stunde dann wird. Ich denke mal, wir sind in der Nähe von der Kiste hier irgendwo. Warte, ich guck nochmal schnell. Irgendwo hier muss die eigentlich sein. Naja, solange wir dieses weitere Ding ja nicht, also den nächsten Spot nicht abscannen, müssten wir eigentlich safe sein. Vielleicht ist es auch... Nee, hier ist die tatsächlich.
Das ist ja die G7. Wir haben ja gar kein, Dings. Wir haben ja keine wirkliche Ahnung, welcher Buchstabe welches. Muss doch irgendwo eine Markierung in der Nähe sein, so wie den anderen. Vielleicht da hinten irgendwas drauf? Ja. Oh, ich bin so gut. H gleich T. Also dann stellen wir mal unsere tolle Scheibe ein. Auf K gleich T. E7 war das, ne? E7. YZ Doppel U. YZ. YZ HI. Nehmen wir gleich mal ein. Ist das Doppel U? Ich glaube Doppel U. Wir geben jetzt mal von so DD. Hidden. Ich probiere es mal mit Hidden. There, finally. Dritte Nacht von H. Der eiserne Vorhang ist eine schmeichelhafte Bezeichnung, da sie uns vorgaukelt, dass wir von ihnen getrennt leben. Wie naiv wir waren. Die Sowjets sind uns näher, als selbst die Paranoidisten unter uns prophezeit haben. Manche ihrer Operationen wurden schon Jahrzehnte im Voraus geplant. Ein Mädchen reist in die USA ein, wird in einer kleinen Stadt von einem netten amerikanischen Pärchen großgezogen und bleibt dabei die gesamte Zeit untätig. In Wirklichkeit haben die Sowjets eine angemessene Hintergrundgeschichte zusammengestellt, inklusive ideologischer und finanzieller Informationen. Sie studiert an einer Universität und beginnt schließlich im engeren Umfeld der Behörde zu arbeiten, die als ihr Ziel auserkoren wurde. Oft beispielsweise als Sekretärin, Übersetzerin oder ähnliches. Und sobald sie Kontakt hergestellt hat, wird sie durch ihren Führungsoffizier aktiviert. Erinnerst du dich noch, wie... Das gibt einem zu denken, oder? Ah. Nicht schlecht, das hat ja richtig gut funktioniert. Können wir jetzt... Wir haben jetzt schon zwei von diesen Kisten. Es sind noch drei. Frage ist, ob... Hätten wir noch zur anderen Seite gehen können? Hatten wir schon die Möglichkeit, oder hätten wir die Möglichkeit gehabt, da hinzugehen? Das ist jetzt natürlich eine Frage. Ich gehe noch einmal schnell zurück. Rechne ich aber auf die 30 Minuten an, weil ich das rausschneiden werde wahrscheinlich. Und wir sehen uns gleich wieder. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Und ich denke mal, was die als Firewatch Tower bezeichnen hier im Game, ist der Lookout Tower. Der Hunting Tower, da waren wir, glaube ich, auch schon. Das ist, glaube ich, so ein Ausdruck. Also nicht mehr so ein Tower wirklich, sondern so eine Hütte. Würde ich schätzen. Jetzt gehen wir über eine Brücke. Ich kann mir vorstellen, dass wir jetzt über diese Brücke hier gehen. Vielleicht ist es auch diese Brücke. Nee, es wird wahrscheinlich diese Brücke sein. Wenn wir uns dann rechts halten, müssten wir eigentlich zurück. Da hinten sieht man einen Wasserfall. Das ist der.
Also, wir haben nur die Möglichkeit, hier jetzt nach rechts zu gehen. David, Emma, me and my parents. And the movers. Who else knows our location? Someone from the office. Did Emma blurt it out to some friends? I don't think so. And I was cautious. I didn't leave any trail. Fuck, why can't I crack it? Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Ja, wir sind hier so halbwegs auf der richtigen Spur. Ich kann mir vorstellen, dass man das jetzt alles machen muss, eventuell. Hier sind wir jetzt gleich bei dem Firewatch. Oh ne, hier ist schon der Wasserfall tatsächlich. Das heißt, wir gehen einmal nach rechts. Gucken, ob wir noch zum Graveyard Tower. Ich will aber da nicht hin. Tatsächlich, wir kommen jetzt hier noch zu einer Brücke, direkt beim Wasserfall. Und jetzt kommen wir zu der anderen Kiste hin. Die ist direkt hinter der Brücke, irgendwie hier vorne. Das ist ja K5. Also direkt hier links, irgendwo muss diese scheiß Kiste sein. Dann nicht hier irgendwo. Wo ist zum? Würden vermutlich jetzt nicht hier einfach erstmal irgendwo weiter betätigen, oder? So verführerisch es doch auch ist. Hier in der Nähe muss doch irgendwo diese Ruhe sein. Ist ja nicht direkt am Wasserfall, oder? Gehen wir nochmal auf die Karte. Hier ist schon ein Stückchen weiter. Aber ziemlich weit hier an der Felswand dran. Also hier irgendwo müsste es schon sein. Also die machen wir jetzt noch und dann würde ich die Folge aber auch beenden. Weil ich glaube, ich habe keine Ahnung. Das ist alles so unübersichtlich. Ja, ganz ruhig. Ist das Ding da mit drin? Ne? Hier ist sie. Unglaublich. Jetzt müssen wir wieder... wieder so einen Dechiffrierschlüssel finden. Muss ja wieder hier in der Nähe sein, auf jeden Fall. Hier ist nirgendwo. Das andere war ja gut versteckt. Ich hatte ja Glück, dass ich das so relativ schnell gefunden habe. Ob das Fenster irgendeinen Hinweis darauf gibt? Das ist ja genau hierauf gerichtet. Das muss ja hier irgendwo im Umkreis sein. Ja, das ist geil gemacht eigentlich, finde ich. Ist zwar so rätselig, wer Rätsel nicht mag, der wird da wahrscheinlich nicht auf seine Kosten kommen. Man muss es ja auch nicht machen, das ist ja optional. Denke ich mal zumindest. Die eine hätten wir ja verpasst, hätte ich dann... Ah, da. X gleich C. X gleich C. Okay. X gleich C und das war K... Nee, das war nicht K5, das war... Doch, K5 war das. Also IVO. Ich dachte, hier oben, da haben sich diese Fahnenblätter so bewegt.
deinen Schreck kurz bekommen. N. N. A. N. A. T. N. A. T. I V O D J I D J I also I O N I O N I O I O N, wenn ich nichts falsch gemacht habe. A Nation. Okay, ja, da wird es richtig sein wahrscheinlich. There, finally. Nice. So. Zack. All diese Enthüllungen haben mich fast in den Wahnsinn getrieben. Ich habe damit angefangen, meine eigenen Beziehungen zu analysieren und Listen von Menschen zu erstellen, die theoretisch involviert sein könnten, darunter selbst. Die Schläferagenten haben nicht nur unsere Sprache, sondern auch unseren Lebensstil verinnerlicht, wodurch es beinahe unmöglich ist, sie von unseren eigenen Leuten zu unterscheiden. Es gibt jedoch Anzeichen, auf die du achten solltest. Denke einmal darüber nach. Ist dir jemals aufgefallen, dass Geschichten über ihre Kindheit oder Jugend Lücken oder Ungereimtheiten enthalten? Zum Beispiel vielleicht frühere Wohnorte? Selbst das kleinste Detail könnte entscheidend sein. Ich habe gefragt, bin mir aber nicht sicher, ob sie mir wirklich die Wahrheit gesagt hat. Sogar sie, kannst du das glauben? Das Ganze reicht bis nach ganz oben. Ha. Ich musste jetzt gerade an Emma denken irgendwie. Vielleicht ist das auch extra gemacht, dass man diesen Impuls jetzt automatisch dann so ein bisschen bekommt, aber irgendwie. Weil er so gemeint hat, das könnte ja, ne, es könnten die engsten Freunden so sein und das scheint ja so. Es ist zwar geschwärzt gewesen, aber es ist ja naheliegend, dass es vielleicht auch seine Partnerin war. Wir wissen ja auch noch nicht genau, wer H ist. Ja, interessant. Dann würde ich sagen, war es das für die Folge. Das war ja jede Menge Rätselspaß. Auf jeden Fall wenig Horror. Das begrüße ich, so, wenn man das mal so von der letzten Folge her sieht, dann ist das auf jeden Fall eine angenehme Rätselfolge gewesen. Aber ich denke, das wird noch wieder schlimmer. Ich hoffe, ihr seid auf eure Kosten gekommen. Ich denke mal, gruselmäßig war ja jetzt nichts drin. Aber ich hoffe, ihr fandet es trotzdem spannend und habt irgendwie Spaß dran gehabt. Und dann würde ich sagen, hoffe ich, sehe ich euch in der nächsten Folge. Und wie immer, bis dahin, habt eine schöne Zeit. Ciao.